Ja, Huhu hier wieder beim Quali und beim Destrak Dark in der Secret World. Wir haben Verstärkung und zwar von Leuten, die ihr teilweise kennt und teilweise nicht kennt. Einmal den Gear Falcon, den kennt ihr schon. Sag mal hallo. Hallo. Und dann ist noch mit dabei der Ike. Hallo. Beziehungsweise In-Game Grezzard. Moin moin. Grezzard, genau. Genau, In-Game Grezzard. Leider haben wir den Villain-Dash nicht erreicht. Denn es heißt heute mal wieder Instanzen. Das heißt, wir nuben uns durch die dritte Instanz hier in Blue Mountain. Und sind froh, dass wir hier die beiden, den Falcon und den Grezzard, beziehungsweise den Ike, mit dabei haben. Schauen wir mal. Ja, ich mache den Pseudo-Heiler, soweit ich das kann. Der Lesrak versucht sich als Tank. Und der Falcon hat irgendwie so ein richtig cooles hier, wie nennt sich das? Dubs. DD sozusagen. Dubs. Ja, als DD. Und wir haben ein kleines Problem mit dem Grezzard, weil der ist auf Fäuste und Chaos geskillt. Und der hat jetzt natürlich überhaupt keine Ahnung, wie er das jetzt hinkriegen soll, dass er uns ein bisschen supportet. Er versucht das Ganze jetzt mal auf Schaden zu spielen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Wenn es nicht klappt, müssen wir umswitchen, aber das wird schon hinhauen, oder? Denke ich doch. Jo. Okay, alle aufgeregt. Auf geht's. Wir holen uns die Queste. Und dann machen wir erstmal eine Videosequenz und dann geht's los. Der Krieg gegen die Finsternis annehmen. Das Land selbst erinnert sich an die Vergangenheit. Und Erinnerungen können zu Bildern werden. Mit unserer Magie, die aus der Erde stammt, können wir diese Erinnerungen neu erwecken. Sie erneut erleben, sehen, was unsere Vorfahren sahen, so real wie in einem Wachtraum. Ich wette, diese Hollywood-Typen würden das Rezept recht gern in ihre Finger kriegen. Setzen. Atmen Sie. Richten Sie den Anker Ihrer Seele und lassen Sie Ihren Geist auf den weiten Ozean treiben. Sie haben wirklich Probleme loszulassen, stimmt's? Schließen Sie die Augen. Ihr Geist will das. Meine Stimme wird Sie durch die Erinnerungen führen. Hören Sie darauf. Ich werde Ihr Anker sein zu diesem Ort. Sie werden sich nicht verirren. Ich hole Sie zurück, wenn Sie gesehen haben, was zu sehen ist. Keine Angst. Ich habe das schon einmal gemacht. Mindestens. Oder vielleicht auch nicht. Ein Gedächtnis ist nicht so gut wie das der Erde. Es war damals in den Tagen unserer Vorfahren. Vor vielen, vielen Ahnengenerationen, als unser Land von einer Armee der Finsternis überfallen wurde. Aus dem tiefen Süden. Jo. Der Typ will uns schon wieder unter Drogen setzen hier. Ja, toll, oder? Okay, jetzt müssen wir hier den hier träumen, oder was? Traum ja. Vom Krieg in der Finsternis benutzen. Okay, alles klar. Dungeon für 5 Spieler, wir sind nur 4. Geht schon. Ja, wir haben den Gear Falcon mit dabei. Der macht das ja, wie wir das letzte Mal gesehen haben, alleine. Damals war ich noch schwach. Man muss dazu aber auch sagen, das war aber auch so oder so gegen Ende des Bosskampfes. Muss man fairerweise sagen. Ja. Ich hab das Schwein noch nur gekitet. Als Nahkämpfer. Okay, der Grezzard ist schon da. Der Rest hat noch den Ladebildschirm auf Doom. Ja. Yep. Aber Ladebalken auf Doom. Okay. Ich muss auch direkt schon mal hier den Malael auswählen als Defensivziel. Das wird sich bestimmt gleich noch ergeben. Okay, der Falcon ist auch da. Und der Lesrak, perfekt. Ja, bei euch vielleicht. Okay, ja, jetzt. Les, du weißt noch, wie die Bosse gehen? Nein. Okay.
Niemand weiß, wie die Bosse gehen, das ist super Voraussetzung. Ich weiß, dass ich sie von euch wegdrehen sollte. Also ich kenne sie auswendig, so ist es nicht. Oh, der Alte redet mit mir. Ritten auf Albtraumkreaturen. Wirkten mächtige schwarze Magie. Heute wissen wir, dass es Mayas waren. Aber für unsere Ahnen waren sie maskierte Dämonen. Direkt aus der Hölle. Unser Stammbein der Unterzahl hatte keine Chance gegen die Eindringlinge. Viele Krieger waren schon in der ersten Schlacht gefallen. Die zweite würde mit Sicherheit keiner von uns überleben. Die Berge wären ihnen schutzlos ausgeliefert. Oh, war ja. So, jetzt müssen wir vor. Ich glaube, hier vorne war was. Wissen? Wissen? Da hinten ist Wissen. Yeah, Wissen. Hier, habt ihr das Vieh gesehen? Ja, was war das? Das war das, was uns am Ende erwartet. Ein Drache! Ach. Wenn man es sehen kann, kann man es auch töten. Wir sind doch alle Teil des Drachen, das wissen wir doch. Außer... Hier ist die schöne Bosswand. Ich empfehle dir, dich links dahin zu stellen, wo ich gleich hinlaufe. Wer ist dir? Dem Tank. Achso, gut. Oh! Das Malai. Weil da kommt der Typ hin und da sollte er möglichst nicht weglaufen. Wir stehen dann in etwas Entfernung, falls er ihn nicht rechtzeitig unterbrechen kann. Okay. Okay, auf geht's. Wir müssen also in Entfernung irgendwo anders hin, ne? Ja, so, 1-2 Meter. Da ist er. Hallo? Warum geht er denn auf mich? Aua! Das sieht gerade nicht so gut aus. Ich hab geahnt, dass sowas passiert. Ja, ich werde die ganze Zeit von den Ads getötet hier. Aua. Das müsste man unterbrechen. Ja. Ich bin leider ausgewichen. Okay. Ich hab hier so einen komischen Bildschirm irgendwie. Das ist gerade ein bisschen ungut. Ich habe hier so Weltherrschaft, kann nicht abgebrochen werden vor meiner Nase. Das ist echt extrem nervig. Aber ich ziehe das jetzt einfach weg. So, hier rein. Alles klar, gut. So, hat er geklappt. Ja, nur dass ich das Akku nicht halten konnte. Ja. Ich habe auch nicht Dubs gezündet. Hust! Okay, wo geht's weiter? Oder gibt's hier Wissen irgendwo noch? Doch, hier geht's den Weg lang. Was ist denn hier oben noch? Ich tu Brot nix. Nee. Ja, tu das. Was soll ich denn eigentlich noch machen? Ich hab warte. Nee, guck mal da auf der rechten Seite. Da siehst du die beiden Typen? Ja. Bau Akku auf und lauf im Kreis. Im Kreis, okay. Lass dich nicht erwischen. Wir fangen mit dem rechten an, ha? Sag Bescheid, wenn es losgehen soll. Die haben einen netten Punch drauf. Oh ja, ich bin euch tot. Du bist tot, ja. Welchen Grizzard mal heilen. Nein, hier geht's darum, lauf weg vor ihm. Jeder ist tot, wenn er sich erwischen lässt. Der Kampf gegen die beiden lautet, lauf. Okay. Ich kann nicht zugucken. Achso. Bist du wieder da, oder nicht? Jetzt übrigens, das waren Trash-Mobs, das war kein Boss. Okay. Angst. Übrigens, solche gibt's in den nächsten Gruppen auch wieder. Übrigens, die nächsten Gruppen sind beim Boss-Fight. Mhm.
Da ist er ja wieder. Hallo. Moin. So, nächster Bossfight. Hier ist es zu empfehlen, dass du dir die Gruppen einzeln rauspickst. Und ihr solltet aufpassen, wo ihr nachher hintretet, wenn der Boss kommt. Eins ist klar, ich kann nicht rechtzeitig gut weglaufen von der Aggro von den alten. Anschießen, bisschen rückwärts laufen. Nein, die meisten sind nicht so brutal los. Nachher ganz zum Schluss gibt's wieder ein paar. Oh Gott, ich hasse. Das ist doch nur Story-Modus. Du hast ja ein paar Schläge überlebt. Ja, 4 Stück. Ja, ich habe auch nicht geheilt. Jetzt werde ich dich direkt mal heilen. Ist okay. Also nur einzelne Gruppen zu uns ziehen und töten, oder wie? Ja, sobald wir fertig sind mit einer Gruppe, holst du die nächste. Okay. Oder wir werden mutig und machen mehr. Nein, wir werden nicht mutig. Okay, komisch. Die halten nichts aus. Das sind Trashs. Nein, sie kommen zu mir. Okay. Läuft, okay. Der Falken ist fast tot. Immer mit der Ruhe. Wer ist der Boss? Wer ist der Boss? Ah, den Hund kennen wir doch. Und hier geht das Dubsen los. Okay, das mit dem Schießen kann ich echt vergessen hier, ey. Raus! Der ist tot! Ja! Yay! Okay. Ich will mal eben kurz gucken, ob ich meine Skillung umstellen kann, weil das mit dem Schießen kannst du vergessen. Nicht genug Trefferwert? Nee, aber das braucht zu lange und in der Zeit, in der mein Verbraucher auf den drauf zielt. Jetzt schlagen die den runter. Ah, ich lasse es jetzt erstmal so. Kann ja zur Not immer noch einzeln teilen. Ich hoffe, das haut hin. Okay. Irgendwas Wissen übersehen? Mit Sicherheit. Ich glaube nicht. Das nächste Wissen müsste hier irgendwo links unten auf der Ecke sein, aber ich glaube, gleich kommt wieder ein Text. Yeah, dann Text. Oh ja, Text. An unserer Küste, in langen Schiffen. Und sie hatten ein mächtiges Schwert bei sich. Gemeinsam sollten Babanaki und Wikinger einen Schild rund um diese Insel errichten, der sie vor unseren Feinden schützen würde. Vor jenen, die den Berg aufgraben und die Schlange befreien wollten. Mächtiges Schwert. Ach, du wieder, ey. Ist da oben auch noch was? Er hat mächtig gesagt. So, herzlich willkommen. Das ist der nächste. Oh nee, Boss. Das ist nicht dieser Feuerballwerfer, oder? Also der Typ, der sich ständig portet. Nee, ich glaube, der kommt danach. Ah, okay. Gott. Oder ist das. Nee, das könnte er sein. Okay. Na, ah, klasse. Keine Sorge, wir sind ja bei dir. Sind da wieder diese Run-Hit-Mobs? Ja, fast. Ich bin ja bei dir.
Ah, du hast erkannt, warum ich mir Sorgen mache. Vorsicht, jetzt weg von ihm. Ah, Akaps, Hilfe! Nils, du musst die Akaps nehmen. Ja. Okay. Falcon ist tot. Wow. So, jetzt ran da, rein da, rein da, rein da, rein da. Nicht auf dem Strich stehen. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Oh. Ich versuche mal ein bisschen zu schießen. Moment. Raus. Ah, Akaps, Hilfe. Ja, cool. Ran, ansonsten stirbst du. Autsch. Ja. Ja, der Heiler ist down. Macht nichts. Die beiden kriegen das auch so hin. Wir haben gerade mal bei der Hälfte. Okay, ich darf nicht zwischendurch anfangen zu schießen. Das ist echt doof. Wie konnte man denn nochmal zugucken? Ach ja, hier. Guck mal, wie die das da hinkriegen. Die Hälfte habt ihr schon, Leute. Raus. Akaps. Akaps. Und rückwärts laufen. Ansonsten landest du im Landspam von denen. Okay, Grezzard alleine. Schaffst du! Schaffst du! Komm, das ist so gut wie hin. Nein, wieder rein. Ah. Das ist ja fies, ey. Weg, weg, weg. Ah. Self-Heal wäre cool. Fast. So, jetzt kennt ihr die Mechanik. Und nein, es ist nicht der Bombenwerfer. Es ist nicht was? Der Bombenwerfer, der kommt danach. Also das war nicht der Teleporter. Nein. Hast doch gesehen, er stand doch immer auf einem Fleck. Der Typ, das ist ein Boss. Der steht da und macht die Gegner trotzdem platte. Okay, stimmt, das ist ein Boss. Okay, dann los. Machen wir ihn jetzt platt hier. Akaps. Ja, ich bin noch weg. Ich bin tot. Oh. Gerade endlich. Oh, ich kann kurz mal am Rand. Ich will es nicht zu leicht. Raus. Rein. Okay, läuft. Kriegen das hin.
wenn man auf dem Sprint steht. Flammenwerfer. Völlig verschwendete Zeit. Oh, tut mir leid, das ist perfekt wieder. Aus. Aus. Au. 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 Komm, komm, komm. Hackers. An. Nein. Oh, ich hasse es, wenn er das Drehteil einsetzt. Ups. Ist doch nur locker hier. Gerade jetzt im Moment. Oh. Regen. Hat jemand seine Lebenspunkte im Auge? Nein. Er hat noch genügend. Scheiße. 2%. 0,5. Und dann. Ja! Yes! Wir sind so gut. Wir sind so gut. Wir sind so gut. Lebende Viren. Mit der Macht all unserer Rituale. Zusammen mit denen der Wikinger. So erwartete sich jeder Mann und jede Frau. Mit der Waffe in der Hand. Wir waren bereit. Rechts und links ausschauen nach irgendwelchen Wissen halten. Da, links. Links. Wissen. Greta, bist du eigentlich auch so ein Wissensfanatiker? Noch nicht, nö. Solltest du werden. Jedes Wissen bringt dich näher zu deinen Rufpunkten, die du hast, brauchst, um diese Goodies zu kriegen. Da ist noch mehr Wissen. Ah, der Akab. Nein, nicht der. Ist das ein Akab? Dann kennst du ihn. Nein, ich weiß, ich habe nur schlechte Erinnerungen daran. Und ich mag Akkabs allgemein nicht. Hast du die Folgen nicht gesehen, die bisher rauskamen? Also, wenn die Akkabs hier sterben, hinterlassen sie eine kleine Blutlache. Ist nie gut dran zu stehen. Deswegen sollte man sie in eine Ecke ziehen und dort sterben lassen. Dann kommt irgendwann der Boss. Der buddelt sich erstmal nach vorne und kommt dann raus. Und dann kommt nachher. Das wiederholt sich dann, wenn man nicht schnell genug ist und Damm macht. Okay. Also nicht in den Blutlachen stehen, am Leben bleiben und weglaufen. Ich nehme mal einer von deinen Tränken hier, den du mir gegeben hast. Bis jetzt bist du aber auch immer nur du gestorben. Richtig. Aber das ist ja nicht so schlimm, das ist ja nur der DD. Richtig. Ja, und ich hab's nicht, nicht drauf, mit denen durch die Gegend ziehen. Tief durch. Du musst nur ein bisschen draufschlagen und hinlaufen. Wir laufen gleich alle da hinten in die andere Ecke des Raumes, okay? Okay. Lauf vor, ich lauf dir hinterher. Los. 1, 2, 3, 4 und ab. So, einfach hierher. Dann kommen so die schwarzen Flächen und da steht man nicht drin. Mini-Akops. So, jetzt kommt der Boss. Bitte mal hier hinstellen. Tank. Der Rest steht dort, wo unser Pyjama-Träger ist. Guck, da kommt der Boss. Und jetzt machen wir Schaden drauf. Dieses Ding auf dem Boden macht wer? Ich. Ah, gut. Und es macht so viel Schaden, dass unser Tank ist. Grezzard. Warte mal. Alael kann gerade
auch so aushalten. Okay, jetzt nicht mehr. Natürlich kriegt das aufgehört, mich zu heilen. Ja, man merkt's, ne? Immer sofort, ja. Ah, waren wir nicht schnell genug, wa? Akaps! Boah, krass, wie viele die abzieht jetzt gerade. Unterbrecht den Kram doch mal. Ja, aber es gibt sowas wie Anblickzeit. Und ich hab nur einen Unterbrecher. Aua. Aua. Da fuck. Dem Teil kann man doch locker ausweichen. Ja, du. Ja, genau, du. Das ist ein breiter Strahl auf dem Boden. Ja, das sagst du jetzt in deinem jugendlichen Leichtsinn hier. Heilung, Heilung, Heilung. Ich brauche ja, Heilung. Ich versuch doch. Oh, ich hätte meine scheiß Flügel. Ich komm nicht mehr hinterher mit dem Heilen. Ich hätte meine Flügel. Zu schnell, wie du verlierst hier. Aber jetzt den Grazard heilen hier. Oh, aber er verliert auch zu schnell. Okay. Haben wir es geschafft? Sieht so aus, ja. Ha, Grazard, wir beide. Faustkämpfer for the win. Yay. Ich glaube, ich gebe auch mal eine andere Skillung. Dubs ist gut und schön, aber ich brauche etwas Selbstheilung. War das jetzt ein versteckter Vorwurf? Ich hau schon alle 25 Sekunden meine Identifikation raus. Nee, das war eher so. Das Sturmgewehr brauche ich nicht. Also das, was da rausgeschmissen wurde, war Bombardment, was da auf dem Boden liegt. Und das macht halt ein bisschen Schaden. Lass mal gerade mal gucken, ob es noch irgendwelche passiven Heilsachen gibt, die ich noch reinhauen kann hier. Das da unten zum Beispiel. Achso, ich kann nur eine Elite-Kraft, okay. Hab ich schon. Ist die halbe Stunde eigentlich schon um? Noch nicht ganz, aber gleich. Sind deine Flügel eigentlich schon wieder aktiv? Gefangen? Nein. Die laden sich hier auch irgendwie nicht auf. Bei mir schon, die sind jetzt schon wieder komplett voll, dabei habe ich mit 0 gestartet. Okay. Irgendwo noch Wissen oder sowas? Nee, ne? Wir können auch die Folge hier abbrechen und dann weitermachen, weil wir jetzt 2 Minuten brauchen wir für das nächste Ding auf jeden Fall, oder? Das würde ich auch sagen. Ja, wenn es der Werfer ist, dann ja. Okay, dann freut euch auf den Werfer. Bis zum nächsten Mal. Have fun, euer Koali und euer... Der Straktag. Und euer... Grazard. Perfekt. Das war super. Tschüss.